Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Wochenabschluss im April. Auch dieses Mal habe ich ausnahmsweise wieder die fertige Kleingeld-Challenge als Deckblatt benutzt. Ich habe das Ganze noch nicht verstafft, weil durch die Feiertage hat es jetzt länger gedauert, bis ich das Geld auf dem Konto gutgeschrieben bekommen habe. Also ich muss das ja, es gibt ja keine Automaten mehr. Deswegen muss ich das Ganze am Schalter einzahlen und dann dauert das immer so, ja, ein paar Tage, bis das dann gutgeschrieben ist. Darum kann ich mich dann aber jetzt ja, im Laufe der Zeit kümmern. Ich hoffe, die Schrift kann man einigermaßen lesen. Also mit Lebensmittel starte ich auf jeden Fall mit 225 Euro, Gesundheit 105, Drogerie 10 und Katzen 85 Euro. Ich denke oder ich hoffe, wie gesagt, dass man das so einigermaßen lesen kann. Das ja, drückt sich dann doch ein bisschen mehr durch, als ich dachte. Was Lebensmittel angeht, habe ich ja schon beim, ich glaube, Monatsabschluss März gesagt, dass ich da schon vorgegriffen habe in der letzten Märzwoche, beziehungsweise in den letzten Märztagen, weil sich das natürlich auch mit dem Budget jetzt ein bisschen überschnitten hat. Also ich bin ein paar Mal im Edeka gewesen. Ich habe im Rewe nochmal, ich glaube, Froster gekauft, also im Edeka und im Rewe Froster gekauft, habe noch ein bisschen was auf Vorrat etc. Und ja, somit war dann die erste Woche tatsächlich schon mal ein bisschen teurer mit insgesamt 81 Euro, sodass ich jetzt hier noch auf 144 Euro komme. Gesundheit habe ich noch nichts ausgegeben, Drogerie Katzen auch nicht. Ich bin allerdings tanken gewesen und das für komplette 85 Euro. Also hier habe ich jetzt noch 195 Euro zur Verfügung. Bei Sonstiges, ich war ja dadurch, dass ich wieder bei der Plasmaspende gewesen bin, habe ich wieder meine obligatorischen 1,50 € fürs Parken bezahlt. Habe allerdings auch noch mal eine hoppala, Hose bestellt. Das waren 33 Euro aus meinem Kleidungsbudget. Und ich bin mit meinem Auto endlich mal in der Waschstraße gewesen. Es wurde Zeit. Habe einmal Frühjahrsputz sozusagen gemacht und die Autowäsche hat mich 12 Euro gekostet, wenn es. Ach so, nein, es bleibt ja nicht bei den 12 Euro. Ich muss ja auch noch zum Räder wechseln. Aber das ist immer sehr lustig, wenn ich bei Auto, bei dem Ausgabenpost auf Instagram immer nur dann Auto 12 Euro hinschreibe. Die Kommentare. Das ist aber ein günstiges Auto. Es war nur eine Autowäsche. Ich schreibe es auch meistens unten dann eben in die Beschreibung, aber. Da schaut nicht jeder rein. Also insgesamt ausgegeben habe ich diese Woche 212,50 €. Also recht teure Woche, aber auch die Einnahmen liefen gar nicht so schlecht. Ich habe nämlich noch was verkauft und zwar so einen kleinen Schuhschrank von IKEA mit so zwei Fächern für 10 Euro. Dann habe ich Dividenden bekommen. Upala, Dividenden. Für insgesamt, insgesamt 34,36 €. So. Das heißt hier 44,36 € kurzer Zwischenstand. Und dann habe ich einmal jetzt Plasmaspende gehabt für 24 Euro. Ich habe auch gleich nochmal Plasmaspende, deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten. Und komme insgesamt auf 68,36 € für die erste Woche. Das ist doch gar nicht schlecht. Vor allem die Dividenden. Wobei ich dazu sagen muss, ich weiß ja aus den vergangenen Jahren, dass der April, was das angeht, immer ein sehr guter Monat ist. Hatte aber dadurch, dass der Iron Mountain letzten Monat schon gezahlt hat, nicht gedacht, dass, also es war irgendwie eine Sonderdividende. Die haben nämlich diesen Monat auch nochmal gezahlt. Aber nicht so viel wie letzten Monat, aber doch die, Entschuldigung, die reguläre Dividende. Und ja, da sind in der ersten Woche auf jeden Fall ist schon ordentlich was zusammengekommen. Jetzt müssen wir aber auf jeden Fall noch die Challenges machen. So, ich habe heute tatsächlich einen straffen Zeitplan. Aber ich wollte das Video auf jeden Fall noch fertig machen, weil ansonsten wäre ich erst am Sonntag dazu gekommen. Und deswegen wollte ich das jetzt ganz gerne noch machen. So, was für ein Feld. Das hier unten. Noch ein Fünfer. Okay, wo habe ich meinen. Oh, hab ich mal weit rausgeholt. Ich glaube, ich habe gar keinen Fünfer. Muss ich mir erstmal Geld tauschen. Da ist auch noch Geld drin. Habe ich hier Fünfer drin? Natürlich nicht. Dann schauen wir mal in der. Ah ja. Four Seasons packen wir zwei Fünfer raus. Den Zehner rein. Wir sind ja flexibel, was das angeht. Und dann packen wir hier einen Fünfer rein.
Der kommt zur Seite. Dann haben wir die schon fertig. Die Hello Spring, den 1,5er habe ich ja jetzt schon getauscht. Heute ist der 5.4. plus 5. Und dann sind wir jetzt hier schon bei 90 Euro. Also die Challenge auch fast abgeschlossen. So. Und jetzt habe ich mir aber für die restlichen 20 Euro noch gar keine Gedanken gemacht, wo ich die reinpacke. Ich hätte eigentlich gerne nochmal 15 Euro in der PlayStation Challenge. Und dann habe ich noch einen 5er übrig. Dann könnte ich den eigentlich auch noch in die 4 Jahreszeiten Challenge packen. Also den nehme ich raus, den packe ich rein. Ja, entscheide ich mich spontan nochmal um. Machen wir hier raus eine 10 und hier raus eine 95. So. Können wir die auch noch wegstreichen. Dann haben wir das schon mal verteilt. Und jetzt habe ich ja noch ein bisschen Kleingeld übrig. Das für meine Kleingeld-Challenge. Da muss ich jetzt aber mal gucken, wie ich das Ganze aufteile. Ich habe ein paar größere Beträge. Moment. So, das ist insgesamt, was ich zur Verfügung habe. Ach, hier habe ich auch mit Blau angefangen. Dann machen wir doch mit Blau auch direkt mal weiter. So, wir haben hier zum Beispiel die 1,4. Die könnte ich doch mit der 1,96 verknüpfen. Dann haben wir doch hier schon mal 3 Euro. Moment. Frag mich jetzt nicht, wie ich spontan darauf komme. Einfach so dafür entschieden. Und ich würde das einfach auch noch mal so weitermachen. So. Dann haben wir das schon mal zur Seite. Hier haben wir 50, 70, 80, 90. Wo haben wir denn die 90? So. Dann haben wir hier noch 50. Nehmen wir auch einfach die 50 und noch die 2 Euro. Oh mein Gott, passt ja heute perfekt. Naja, es wird einfach passend gemacht. Das kommt jetzt alles noch in meine Spardose. Alles klar. Im Moment sieht mein Zeitplan gut aus. Aber ich muss mich, wie gesagt, trotzdem ein bisschen ranhalten. Und dadurch, dass ja jetzt schon diese Woche, ich sag jetzt mal, so viel passiert ist, wollte ich jetzt auch nicht noch 2 Tage warten, sondern hab den ersten Wochenabschluss direkt nach den ersten 5 Tagen gemacht. Dann habe ich das nämlich schon, ich sag jetzt mal, erledigt. Und was in den nächsten 2 Tagen passiert, rutscht dann einfach in die nächste Woche. Okay, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Tut mir leid für dieses eher hektische Video. Bei mir ist einfach jetzt ein bisschen Hektik auch angesagt. Die Uni ist wieder losgegangen und ich habe teilweise Veranstaltungen bis 19.15 Uhr. Bin dann erst um nach 8 zu Hause. Von daher wird bis Ende Mai bei mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Action sein. Aber es geht ja auch vorbei. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Solltet ihr neu auf meinem Kanal sein, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder dabei seid. Ich hoffe natürlich, dass das dann nicht ganz so hektisch wird. Alles klar. Bis dahin, macht's gut.